Hallo liebe Zuschauer und willkommen zurück zu Zelda Majora's Mask. So, ich glaube, wir wollten zur großen Fee. So, schon sind wir in der Feenquelle. Oh nein, die große Fee! So, ab dafür. So, die Feen freuen sich. Wir haben ihren kleinen Freund zurückgeholt. Oder Freundin oder irgendwie sowas. Ah, und da kommt diese komische kreischende Fee. Toll. Taya und du, junger Freund im fremden Körper, hab Dank für eure wertvolle Hilfe. Ich bin die große Fee der Magie. Ich ließ mich von diesem Kind täuschen, weil ich dachte, es würde mir helfen. Alles, was ich momentan für dich tun kann, ist dies. Als Zeichen meiner Dankbarkeit gewähre ich dir die Gabe der Magie. Bitte nimm dieses bescheidene Geschenk an. Hust. So, jetzt können wir als Deku Seifenblasen verschießen. Ja, ihr habt richtig gehört. Seifenblasen. Dir wurde die Gabe der Magie verliehen. Drücke B, um in deiner derzeitigen Gestalt Blasen zu verschießen. Drücke und halte B, um eine große Blase aufzupusten. Deine Magieanzeige verringert sich mit jedem Schuss. Magieflaschen und Elixiere stellen deine magischen Kräfte wieder her. Oder so. Jener Mann, der außerhalb der Stadt in seinem Observatorium die Lichter des Himmels erforscht, weiß mehr über den Verbleib des Horrorkit. Unterschätze niemals seine Kräfte, junger Freund. Wenn du einst wieder deine ursprüngliche Form erlangt hast, besuche mich nochmal. Ich werde dir dann wieder zur Seite stehen. So, weise Worte. Dann wollen wir mal wieder raus. Denn wir müssen die Zeit ja noch ausnutzen. Na gut, obwohl bis zum Abend des dritten Tages haben wir noch sehr viel Zeit. So, dann schießen wir jetzt mal diesen Ballon kaputt. Und dann wird nämlich dieser kleine Junge aufmerksam. Hey, was war das denn? Okay, dann gehen wir gleich hin. Hast du gerade den Ballon geschossen? Nicht übel für einen Deku-Kerl. Wir Bomber haben ein Versteck vor dem Mann aus... Ach, kein Plan. Du brauchst einen Code, um reinzukommen. Vielleicht verrate ich ihn dir ja. Aber glaub ja nicht, dass das so einfach ist. Zuerst musst du einen Test bestehen. Bist du bereit? Ja, na klar. Na gut, Aufstellung, Jungs. Lauf, 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 lauf. Wenn du bis morgen früh alle 5 von uns findest, verrate ich dir den Code. Kannst losgehen? Ja, klar. Nein? Okay, die 5 zu finden ist ein Kinderspiel. So, den ersten finden wir direkt hier in der Rutsche. Da war er gerade. Nein, oh, naja, egal. Oh, du hast mich gefangen. Jetzt sind nur noch 4 übrig. So, der zweite ist auch hier im Nordteil. Da hinten sieht man ihn an dem Baum. Was auch lustig ist, man kann die eigentlich mit Seifenblasen abschießen und dann bleiben die stehen. Das werde ich auf jeden Fall bei M noch machen. So, jetzt haben wir 3. Dann gehen wir nach Westen. Nein, halt, Osten. Osten müsste es sein. Ja, die doofe Fee nervt, aber naja, die ist jetzt egal. Nebensächlich. Ostunruhstadt. Okay, den einschießen wir jetzt mit Seifenblasen ab, weil er sonst mit diesem Hahn wegfliegt. Okay, ich habe zwar gar nicht getroffen, aber okay. Ah, jetzt sitzt er, jetzt liegt er da auf dem Boden. Und Sprung. Der nächste ist oben rechts auf dem Dach, habt ihr gesehen, oder? So, dann wollen wir mal hoch. Hallo. Den schießen wir auch gleich ab. So, schon fehlt uns nur noch einer. Da gehen wir am besten nochmal in die Nordstadt. Von der Nordstadt zur Südstadt und von der Südstadt in die Weststadt.
Ja, ich weiß, klingt gut. Na, 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 na. So, und hier ist die Weststadt. Na, 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 na. Oh, der Briefträger kommt raus. Und da ist auch der letzte. So, den haben wir auch. Oh nein, erwischt! Schon haben wir alle. Du bist ziemlich gut drauf für einen Deko-Kerl. Wärst du nur ein Mensch, dann könnte ich dir ein Notizbuch geben und dich zu einem vollwertigen Mitglied machen. Was denkt ihr, Leute? Auf keinen Fall, keine Dekos. Tja, wir haben einmal ein nichtmenschliches Kind aufgenommen und Junge, Junge, haben wir das bereut. Tut mir leid. Aber wie versprochen verrate ich dir den Code. Ich werde ihn aber nur einmal sagen, also pass gut auf. Bist du bereit? Okay, der Code ist 1, 3, 4, 2, 5. Der Code lautet 1, 3, 4, 2, 5. Der Eingang zu unserem Versteck befindet sich in Ost-Unruhschein. So, dann wollen wir mal hingehen. So, hier müssen wir dem das Passwort sagen. 1, 3, 4, 2, 5. Oh, das stimmt. Du kennst den Code. Das heißt, du bist ein Mitglied. Okay, du darfst passieren. Komischer Code. Aber was mir aufgefallen ist, wenn man so ein Let's Play dreht, dann sind die 10 Minuten ziemlich schnell vergangen, ist mir aufgefallen. So, hier ist eine doofe Skulltula und die stirbt gleich. So, tot. Und hier ist auch nochmal ein großer Ballon. So, was ist hier drin? Ah, zwei Rubine. Und hier Magieflaschen. Nicht schlecht. Dann wollen wir mal da hochklettern. So. Okay, hier haben wir ein paar Rubinen drin. So. Jetzt müssen wir mit dem Kerl sprechen. Sieh an, welcher merkwürdiger Geselle kommt an mein Haus. Bist du ein neuer Freund der Bomberbande? Auf jeden Fall scheinen deine Manieren wesentlich besser zu sein als die von diesem Rabauken, der zuletzt hier war. Dieser ungezogene Unruhestifter hat gesagt, er würde meine Instrumente zerstören. Er sagte, er würde meine Mondträle stehlen. Ich konnte ihn nicht aufhalten. Jetzt ist er wohl in der Nähe des O-Turms und sorgt dort für Unruhe. Ja, wir möchten durch das Teleskop schauen. So, und da oben ist das Horror-Kit. Und jetzt zoomen wir auf den Mond rauf. Der eine Mondträne fallen lässt. Das heißt, der Mond heult. Muss man sich mal vorstellen, der Mond heult. Oh, schön. Hauptsache, das Horror-Kit zeigt uns seinen Hintern. Und weg ist es. Ende. Hast du den Unruhestifter gefunden? Und dieser laute Knall, was war das? Vielleicht ist eine weitere Mondträne zur Erde gefallen. Geh durch diese Tür und schau dich draußen um. Ja, irgendwas fragt er sich. Gut. So, dann gehen wir mal raus und holen uns diese Mondträne. Du hast die Mondträne gefunden. Eine unwirkliche Schönheit geht von diesem Edelstein aus. Okay, wir haben die Mondträne bekommen und ja, den Rest, den wir hier in der Stadt zu erledigen haben, machen wir im nächsten Teil. Okay, bis zum nächsten Mal.